Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, lesen wir. Und die Erde war wüst und wirr. Und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. So erzählt es die Genesis, die große Erzählung von der Schöpfung. Und in all den 7 Tagen der Schöpfung keine Rede von einem Engel, der geschaffen worden wäre. Vielleicht hilft uns der Evangelist Johannes weiter. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, schreibt er. Und alles ist durch das Wort geworden. Und ohne es wurde nichts, was geworden ist. So lesen wir es im großen Johannesprolog. Von Engeln ist auch hier nicht die Rede. Nicht unmittelbar, aber Johannes geht nicht ins Detail. Alles, alles, sagt er, gründet im Wort, das von Anfang an war. Und alles, was wir also in den wenigen Jahrzehnten unseres Lebens auf dieser Erde erleben und entdecken können, es hat seinen Grund in Gott. Auch die Engel. Ja, wohl auch die Engel. Denn auf einmal sind sie dann doch da in der Heiligen Schrift. Und wir brauchen vom Schöpfungsbericht nur 2 Kapitel weiterblättern. Das ist interessant. Nach dem Sündenfall treten sie in Erscheinung. Nach dem Verlust des Paradieses, in das hinein sie geschaffen worden sind, nachdem Adam und Eva sich also aus dem Wort Gottes hinausbegeben haben, da sind sie da, die Engel. So haben wir es in der Lesung gehört. Siehe, der Mensch ist wie einer von uns geworden, dass er Gut und Böse erkennt, so die Stimme des Schöpfers. Aber jetzt soll er nicht auch noch seine Hand ausstrecken, um auch noch vom Baum des Lebens zu nehmen. Und Gott weist den Menschen hinaus aus dem Paradies und lässt, so haben wir es gehört, östlich vom Garten Eden die Cherubim wohnen. Die Engel also. Und Gott sagt auch, was ihre Aufgabe ist, dass sie den Lebensbaum bewachen, dass sie den Lebensbaum beschützen. Das ist es, was Gott den Engeln als ihre Bestimmung gibt. Die ersten Engel, Schutzengel sollen sie sein. Sie schützen den Menschen auch vor den eigenen Schwächen. Und sind wir da mit diesem uralten Text nicht mitten in unserer Gegenwart? Mitten in den Problemen unserer Zeit, mit denen wir Menschen so schwer zurechtkommen heute, in unseren politischen Krisen, in der drohenden Gefahr der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Gott ruft die Engel, damit sie den Lebensbaum beschützen, auch vor der Hand des Menschen und vor dem Zugriff des Menschen.